Felix Brückmann mit der 23 ist mit 5 Toren bester Schütze der VSG Altglienicke. Wenn es danach ginge, sind die Berliner Außenseiter gegen Babelsberg. Denn Daniel Frahn, bester 03er Torjäger, hat schon 10-mal getroffen. Babelsberg in Rot, sofort gefährlich. Und durch wen sonst als Frahn? Eine Möglichkeit, die der gebürtige Potsdamer normalerweise nicht verstolpert. Schon die 30. Minute, die VSG mit Kapitän Stefan Bremer. Auf Felix Brückmann, Jake Wilton kann entscheidend stören. Altglienicke mit spielerischen Vorteilen, aber noch verteidigen die Babelsberger geschickt. Sekunden später, Inala, auf Skoda, Doppelpass mit Derflinger. Christian Derflinger mit dem 1:0. Der Österreicher aus Linz, beim FC Bayern ausgebildet, mit seinem 2. Tor für Altglienicke, hatte schon gegen Eilenburg getroffen. Mit Heimer zusammenkommen zum kollektiven Jubel. Derflinger schramm knapp am Abseits vorbei und krönt den perfekten Anwurf. Das spielerische Vermögen der VSG Altglienicke wird bei diesem Treffer sichtbar. 34. Minute, Babelsberg. Rausch auf Janne Sitan. Der 19-Jährige kam von Energie Cottbus. Paul Wegener scheitert an Leon Bettke. Wegener, 2 Saisontore. Wenn er traf, hat Babelsberg gewonnen. Sein Ball ein bisschen zu zentral. So führt die Mannschaft von Carsten Heine im Schatten des Berliner Olympiastadions zur Pause mit 1:0. Durch das 2. Saisontor von Derflinger. Und Altglienicke startet auch in die 2. Hälfte offensiv. Mit Inala auf Tugay Usan. Kastrati mit dem Klammergriff. Usan fällt. Es war eine 100%ige Torchance. Schiedsrichter Jens Klemm aus Gröditz bleibt in der 56. Minute keine Wahl. Ein einfacher Ball hebelt Babelsberg aus. Markus Hoffmann rennt frustriert bis ins Tor durch. Kastrati hat keine Chance, den Ball zu spielen. Attackiert nur Usan. Die rote Karte ist die korrekte Entscheidung. Matteo Kastrati, 21 Jahre alt, spielte hier für Herthas U19 und muss nun erstmals in seiner Karriere mit glatt rot vom Platz. Sein Team in Rückstand, in Unterzahl. Und dazu noch dieser Freistoß durch den Torschützen Christian Derflinger. Es war klar, ein weiteres Tor für Altglienicke und das Spiel ist durch. 71. Minute. Derflinger auf Felix Brückmann. Von dem Ball träumt er noch ein paar Tage. Die Riesenchance für Altglienickes besten Schützen und dann wird eine Rückgabe draus. Bitter. Aber die Führung steht ja. Und da ist schon wieder Brückmann. Viertelstunde noch. Auf Skoda, auf Derflinger. Altglienicke dem 2:0 mehrfach nah, aber Tyson hält alles. Aber offensiv kommt wenig. Tino Schmidt auf Danko, drüber und abseits dazu. Hinterm eigenen Tor schiebt sich dann Peter Lehler ins Bild. Hoffi, Schritt zurück, Hoffi rechts. Rauschi. Kein Foul. Er gibt Kommandos und kommt ins Spiel. 88. Minute. Es ist die Show der Eingewechselten. Sven Reimann, Robin Müller und Peter Lehler. Unfassbar. 1:1 in Unterzahl. Durch Lehler, der wegen seiner Adduktorenbeschwerden erst 6 Minuten zuvor für Tino Schmidt eingewechselt wurde. Der 1,98 Meter große Innenverteidiger trifft mit dem Fuß. 1:1 der Endstand. Lela, der Babelsberger Glücksbringer. Carsten Heine natürlich bedient. Und die Torschützen am Mikrofon. Ja, wir wollen so lange wie möglich vorne mitspielen. Klar, 6 Spiele ohne Niederlage. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, heute und auch in der Vergangenheit schon ein paar Punkte verschenkt. Also eigentlich sind wir auch natürlich heute nicht damit zufrieden, weil wir müssen Siegesserien starten und die ganzen Unentschieden, die bringen uns nicht wirklich weiter. Die sind eine gute Mannschaft und ich denke, am Ende war ein bisschen glücklich,
weil die haben zweite Halbzeit gespielt mit einem Spieler mehr wegen unserer Notbremse. Aber am Ende, die Mannschaft hat sich brutal gekämpft und ich denke am Ende, das ist ein kleiner Geschenk für uns. Ein Unentschieden, das nur Babelsberg erfreut. In Unterzahl noch zurückgekommen. Ein Remis, das sich wie ein Sieg anfühlt. Und in der Tabelle sind wir leider ab.